Komiente, nach langem Warten ist es soweit. Hinter mir stehen 32 der besten einzigen Einspieler. Wir haben drei Profis am Start. Wir haben NLZ-Ballers und natürlich auch Spieler aus der Community. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, shogunita.com abchecken. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an. Zürich, seid ihr bereit? Ja! Let's go. Vamos, lasst ein Like da. Und kommentiert die City, wo wir das als nächstes machen sollen. Peace. So Leute, das erste Duell. Zu meiner Rechten habe ich einen alten Bekannten. Gabriel dos Santos hat sich wieder bewiesen. Du spielst gerade bei Dübendorf. Mach mal kurz erzählen für die Leute draußen und was wir heute von dir sehen werden. Dribblings, Tore, hoffe ich. Und ja, das wäre alles. Dann auf der anderen Seite ein neuer Mann. Ja. Stell dich mal ganz schön kurz vor für die Leute da draußen. Also ich bin Ahmed Al-Hassan Al-Hilu. Welcher Verein spielst du? Die Tamil, ne? Ja, genau. Ich komme aus Freiburg. Okay, sehr gut. Okay! 3, 2, 1, go! So, meine Hände, jetzt haben wir direkt in der ersten Runde ein brutales Duell, Leute. Adonit, ganz kurz für die Leute, stell dich hier vor. Name, Alter, Position und Verein. Ich bin Adonit, spiele bei FC Dietikon, bin 22 Jahre alt. Und Dietikon ist in der Erstliga Classic, glaube ich, ja, oder? Ja. Genau, Erstliga Classic. Good luck, Adonit. Enjoy, ja? Yeah? So, dann, meine Hände, auf der anderen Seite. Eieiei, alter Bekannter. Yeah. Gilberado? Yeah, bro. How are you doing? And just quickly for the people, where have you been playing? And yeah, tell a little, bit about you. Yeah, first of all, thank you, Kuba, for the invitation, bro. And yeah, I hope we do good things. But now I play in France, like in a club whose name is Beausoleil. I play in under 20 in regional. It's gold level, but we'll see. And will you eat him again? Bro, Bilal, tell me. Don't talk more, Bilal. Bro, I'm gonna be, no, not pretension. I hope, I pray God, and I will see you. Alright, alright. Enjoy, yeah? Gilberado ist wieder da! Nicht umsonst, der Mann! Let's go! Oh mein Gott, Rafael dos Santos! Okay, Gilberado gegen Adonit. Adonit ist aber auch sehr, sehr stark. Oh! Adonit muss jetzt treffen. Der Mann ist auch ein Zocker. Okay. Okay, last chance. Komm, Adonit. Zeig was, zeig vor Skills. Zeig vor Skills. Verteidigt ihn. Okay, Applaus für beide. Applaus für beide. So, ich sag mal für heute, für die Runde, der Verlierer. Aber Adonit, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Hast du noch ein paar Worte an die Community zu sagen und dein Gegner? Ja, Gegner, sehr gut, technisch. Wenn als Flügelspieler verteidigen schwierig. Aber ist gut, GG's. Und weiter geht's. Okay, he said you're a very good player. Yeah, he's too. So, shake hands, genau. Sehr gut, sehr gut. Und dann auf der anderen Seite, Gilberado. Take us through the rounds. How was it in the rounds? How is it with the crowd? No, I would say thanks God. It's a very good guy, it's very good bro. So technique. Sometimes you're gonna beat him, but it's okay. Bilal! How we won, bro? Come on, come Bilal, bro. Bilal, hey, we won 1 gegen 1 in. The division, bro. Come on. Top 3 Europa. Bro, you're gonna see my left foot. I can score with my left foot. That's him, bro. Okay, okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Adonit. Bitte mal Applaus für beide Teilnehmer. So, Leute, zu meiner Linken habe ich eine aus der Community. Stell dich nochmal schnell vor für die Zuschauer da draußen. Ich bin Amin Arman, 17 Jahre alt. Ich bin Flügelspieler beim SV Port. Und ich bin hier, was zu zeigen.
Ja. Okay, du bist wie alt? 17. 17 Jahre alt, okay. Good luck. So, Pro Player, was sehen wir heute von dir? Vieles. Skills. Just nur fertig machen, das alles. Okay, okay, not much talking. Good luck, okay. Danke fürs Zeit nehmen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Leute, also da haben wir auf jeden Fall gesehen, warum der Mann auch sogar noch. Er hat auf jeden Fall Europa League gespielt, das ist ein Tipp von mir. Okay. Go. Retake! Okay, retake! Retake, danke, korrekt. Wow. Stark! 2! Letzte Runde schnell stehen, ansonsten Elfmeter schießen. Applaus für beide, komm mal, die waren super. Applaus für beide, komm mal. Oh mein Gott! Ich grüße! Orion, geht ihn! Okay, rechts! Hey, gib mir zu! Lass das Ding vorne, Mann! Was soll das sein? Okay, Applaus! Komm mal, Applaus für beide! So, Leute, erstmal auf der linken Seite der Verlierer von heute. Aber Bruder, du hast es sehr, sehr krass gemacht, Armin. Wie war es für dich, hier vor der Crowd zu spielen und gegen den, vor dem Pro? Sprich, gegen den Pro? Schon ein bisschen nervös gewesen, das erste Mal vor Kamera und dann noch gegen einen Pro. Ist hart, aber das nächste Mal, ich komme besser zurück. Sehr gut, sehr geil. Armin, vielen, vielen Dank. Eieieiei, was hast du hier gemacht? Nimm uns kurz mit, wie war es hier vor der Crowd zu spielen? Du bist ja gewohnt, aber hier ist schon nochmal was anderes, viel enger. Viel enger, schwer mit Maske, aber ja, der Kleine hat es gut gemacht. Wir haben einfach hier den Gewinner aus Basel. This time with Cap. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a mirar? What can we see and expect from you, Miley, today? I don't know, but I will win. Ooh, okay, okay, okay. And for the people, tell them quickly which league you play and exactly. I play GF Juventus in der Erzliga in Zürich. Also Leute, er spielt in der dritthöchsten Liga der Schweiz. Und ja, ich will auf jeden Fall sagen, good luck. So, dann auf der anderen Seite, ganz mal kurz vorstellen für die Leute da draußen, wo du zockst, Name, Alter, Position. Ja. Timo Vögeli, ich bin 18 Jahre alt und spiele bei SC Veltheim. Das ist A-Junior und erste Mannschaft. Also eigentlich A-Junior, aber ich habe schon 2-3 Mal ausgeholfen, erste Mannschaft. Okay, sehr gut, dann. Good luck, ja. Neymar-Trikot. Sehr fresh. Also dann hoffen wir auch auf Neymar-Skills. Okay. Biro! No talking. Alle Meili! Als erstes, Timo, ganz großen Respekt, das ist der Gewinner aus Basel. Ja. Trotzdem, du hast probiert und auf jeden Fall hast du noch ein paar Sachen, hast du noch ein paar Dinge an die Leute da draußen zu sagen? Ja, ich war halt sehr nervös, deswegen habe ich nicht so gut gespielt, aber keine Ausrede, er ist mega krass. Ja, egal, ey, trotzdem sehr, sehr sympathisch, gib weiter Gas, okay? Vielen, vielen Dank. Und dann, Leute, auf der anderen Seite, Miley, der Gewinner aus Basel. Miley, how was it for you? Now also, huge crowd. Ja. You know it already because you won in Basel, but how was it for you today?
I don't know, just I come to win. I want to kill us. Okay, very good. Thank you, Miley. Thank you. Leute, ein alter Bekannter hier auf dem Kanal, Tammy Mameri. Als allererstes, wie viele Nachrichten hast du bekommen, nachdem Seydou der Next Dembélé diesen Trick über dich gemacht hat? Und wie war es für dich? Nimm uns ein bisschen mit. Also es war am Anfang, also viele Leute haben mir geschrieben und so, ja, was war da los und so, aber der ist halt 23, vierte Liga oder dritte Liga. Genau, jetzt dritthöchste Liga, also ja, Erstliga Promotion Schweiz. Ja, und ich bin halt erst Verbandsliga U19 und der hat viel mehr Erfahrung als ich, aber es war halt, halt passiert, bei 1-1 kann alles möglich passieren. Und ja. Und was werden wir von dir heute sehen? Ja, ich habe ein paar Tricks gelernt. Ich guck mal, ob ich den austesten kann. Okay, sehr gut. Und noch schöne Grüße an Skillers. Bei Hannover leider nichts geworden, aber ich finde, du hast sehr, sehr gut gemacht. Bleib weiter dran und ja, we expect some skills, okay? Auf der anderen Seite habe ich Name, Alter, Position. Stell dich gerne vor für die Zuschauer da draußen. Dario, 20 Jahre alt, Mittelfeld oder Außenflügel. Ich habe zweite Liga regional gespielt und momentan bei FC Serioje. Serioje, das ist welche Liga? Vierte. Vierte Liga? Ja, wegen einer Verletzung. Kreuzband und Meniskusriss. Okay, auf jeden Fall, ich würde sagen, good luck und enjoy, ja? Yeah? So, mi Hände, Sachi auch am Start, Youngster von Zürich. Was sagst du, wie findest du die Crowd hier? Geisteskrank, oder? Ja, ist crazy. Leute, das ist ein Man to watch, Leute. Big, big Baller. Danke, dass du hier bist, Bruder. Bis dann jetzt. Danke, Jungs, dass ihr da seid. Vamos, Bruder! Okay, auf jeden Fall, ich würde sagen, der Verlierer von heute, Dario, du hast aber trotzdem sehr gut gemacht. Hast du ein paar Dinge zu sagen an die Leute da draußen? Ja, war ein geiles 1 gegen 1 und gibt nie auf. Sehr gut, sehr gut. Gutes Motto. Danke dir fürs Mitmachen. Shake hands, sehr, sehr wichtig. Dann auf der linken Seite. Tamim, wie war es für dich heute? Wieder vor sehr vielen Zuschauern? Ja, es war halt ein bisschen schwer am Anfang reinzukommen, aber erste Runde ist immer so. Sehr gespannt. Sehr gut, weitermachen, sehr gut. So, zu meiner Linken habe ich hier einen sehr jungen Kandidaten. Ich habe auch den einen oder anderen Clip von dir gesehen. Stell dich aber noch mal schnell kurz vor für die Zuschauer da draußen. Name ist Kabilan, bin 16 Jahre alt und spiele bei FC Chur. FC Chur, das ist welche Liga? A-Junioren oder? A-Promotion. A-Promotion, okay. Ja. Also dann, good luck auf jeden Fall. Enjoy. Ja. So, Leute, braucht es noch eine Introduction? Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall. Seydou, por la gente que no te conocen, pienso que ahora toda la gente te conocen, pero habla un poquito sobre ti, por la gente. Sobre mí. Bueno, llevo jugando aquí en Suiza 5 años. Aquí vengo a disfrutar, a hacer un poco disfrutar a la gente también. Also er sagt, er spielt seit 5 Jahren hier noch kurz. Er spielt in der dritthöchsten Liga der Schweiz und er will heute einfach wieder Spaß haben. Genau, also, good luck, eh? Seydou, richtiger Name oder the next Dembélé? Kabilan, du hast trotzdem gut gemacht. Wie war es für dich auf dem Platz? Vor allem gegen Seydou? Ja, war halt schon schwer. Er war technisch viel stärker als ich, aber ja, hab's versucht. Komm, du bist wie alt? 17 Jahre? 16. 16, also hey, trotzdem ja. Applaus, sehr gut gemacht. Dann Seydou, muy bien. ¿Qué dices de hoy? También enfrente de esa grande gente aquí en Zurich. Es muy buena afición.
mucha gente que me conoce ahora por ti. Y a seguir, no, por ti, hermano. A seguir creciendo. Vamos a hacer más contenido. Vamos a hacer disfrutar a la gente. Muy bien, muy bien. Also Leute, er hat gesagt, er hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr Spaß gehabt, vor allem hier vor den Zuschauern. Und er hat auch Props mir gegeben, eben, dass dank mir, sage ich mal, er auf die Map gekommen ist. Ich habe natürlich gesagt, nee, das ist er, der das alles gemacht hat. Und natürlich auch hier. Also Leute, checkt auf jeden Fall alle Teilnehmer ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Round. Nochmal Shake-Hands. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, alter Bekannter aus Luzern, stell dich nochmal kurz vor für die Leute da draußen und was werden wir heute von dir sehen? Ich bin Sherman, bin 18 Jahre alt und heute wird es auseinandergenommen. Sehr gut. Welche Liga? Promotion. Sehr gut. Also, good luck, Sherman. So, dann auf der anderen Seite ein alter Bekannter, fast jede Episode dabei gewesen. Zakaria, a.k.a. Lil Mares. Was werden wir von dir sehen, diese Runde? Wir werden einiges sehen. Ich freue mich drauf und ich habe Bock. Okay, sehr gut. SV Weil U19, ne? Sehr gut. Also, ich würde sagen, let's go. Nächstes Duell, Sherman gegen Zakaria, a.k.a. Lil Mares. Let's go. Okay. So, Sherman auf der rechten Seite, heutiger Verlierer, trotzdem gut probiert. Ist auch wirklich sehr viel Druck. Was sagst du trotzdem zu heute? Ja, viel Spaß an die Leute, die heute spielen noch. Und viel Glück euch noch. Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank dir. So, dann auf der linken Seite. Ja, es war gut. Hat Spaß gemacht. Ich grüße Mr. Stepovers. Sehr gut, sehr gut. Also Mr. Stepovers leider nicht da. Jungs, genau, shake hands. Danke euch. Vielen, vielen Dank, Sherman. Danke, Zakaria. Richie. So, next ones. So, Leute, zu meiner Linken habe ich hier Name, Alter, Position kurz vorstellen für die Leute da draußen. Ja. Mein Name ist Ivo Bilic, ich bin 17 Jahre alt, spiele in der Zweitliga Regio im Mittelfeld oder auf dem Flügel. Okay. So, zu meiner rechten Seite habe ich einen Brasilianer. Stell dir mal ganz kurz vor für die Leute da draußen. Ich bin Peterson Feitosa, ich bin 19 Jahre alt und ich spiele bei FC Kerzis. Okay, zweite Liga ist das? So erste Mannschaft, die zweite Liga, ja. Okay, sehr gut. Also, good luck. Zürich, let's go! Fair play, Jungs! Übrigens, Leute, Daniel ist auch da vom Finelli. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank fürs Helfen. Ne? Wisst Bescheid, Outfit auch vom Finelli. Unten ist der Link. Kuss. Peterson Fettosa, der Brasilianer. Mal gucken, ob er hier auch die Skills hat. Ivo Bilic verteilt das aber gut. Go! Okay. Also, so, jetzt haben wir das Duell der zwei Kollegen. Elvis, den kennen wir schon, und glaube ich Alonso. Erzähl mal kurz für die Zuschauer da draußen, wo du zockst und genau, Name, Alter, Position. Also, ich bin Alonso und ich bin 15. Ich spiele FC Solothurn U16 mit Elvis genau jetzt. Ja, ich bin bereit für die Challenge. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Good luck. So, Mirte, dann auf meiner linken Seite ein alter Bekannter. Elvis, du spielst gegen deinen Teamkollegen. Wie gehst du das Ganze an und erzähl nochmal kurz ein bisschen über dich, wo du zockst und Alter genau. Ich bin Elvis, ich bin 15 Jahre alt und spiele beim FC Solothurn. Und wie ich vorgehe, weiß ich nicht, schaue ich mal. Probiere einfach alles zu geben. Was werden wir von dir sehen? Machst du irgendeinen Skill oder so? Welches Skill werden wir sehen? Wieder ein Ankle Breaker wie letztes Mal? Das sehen wir dann. Okay, okay, sehr gut. 3, 2, 1, go! Mach ihn zu. So, fliegst like a dog. Also das Battle zweier Kollegen, Alonso. Okay, Alonso? Ja. Gut verteilt. Okay, Leute, erste Elfmeterschießen. Wow. Und da hält. So, Alonso. Oh! Respekt.
Respekt, durchgezogen. Elvis, was hast du zu sagen? Ja, ich bin nicht in meiner Topform, aber ich wünsche meinem Kollegen viel Erfolg hier. 1 gegen 1. Sehr gut, so muss es sein. So muss es sein, Elvis. Vielen, vielen Dank. Alonso, wie war es für dich auf dem Platz das erste Mal? Elvis kannte es ja schon. Es war mega schwierig, weil Elvis weiß, wie ich drüber und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil es das erste Mal, weißt du? Und ja, ich probiere noch weiter jetzt. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall Top-Chip. Auch Elvis, Leute, unbedingt abchecken. Ist auch unten verlinkt. Top-Baller. Weitergeben, Gas geben. Okay, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sehen uns next round. So, mir hätte das nächste Duell gegen den Pro. Und das ist Jan Luis, weil er auch über Scouting kam. Stell dich nochmal schnell vor für die Zuschauer da draußen. Ein bisschen über dich. Ich bin Jan Luis Lipani. Spiele bei Schöffland. Zweitliga und B2. Und ja, 16 Jahre alt. Ja. Genau. Was haben wir, was können wir heute von dir erwarten? Mal schauen, lasst euch überraschen. Ne? Okay, sehr gut. Good luck. Ja? Wie alt? 16. 16 Jahre alt. So, then we have the pro player. One of the pro players. Today, three, I'm very good. How are you? How was the trip? Yeah, good, I'm good. I feel good. Okay, what kind of skills do we see today? I don't know. I just play when I won. Okay. I don't do skill, I play. Okay, okay, very good, very good. Thank you, bro. Okay, bro. Enjoy, yeah? Thank Show. You. Go! So, Jan Luis Lipani, wie war es für dich vor diesen Zuschauern und gegen den Pro zu spielen? Nicht einfach, er ist ein guter Spieler. Ich dachte, er konnte etwas machen, aber ja, das will sie machen. Alles gut, ey. Wir folgen dich auf jeden Fall weiter, gib weiter Gas, okay? Das hat auch nichts auszusagen, okay? Plus du hast gegen Pro gespielt. Wer bist du? Okay? 16 years old. 16 years old. Not bad, not bad, good job. So, and pro player? How was it for you? It's different, you know it, to play in front of crowd, but this is so close, and how was it you for you? You have more pressure because all the people see you and you are focused on the ball, what to do skill, and it's crazy, they are amazing. You have more pressure. Okay, yeah. very good. Okay, thank you. Bye-bye, see you next round. Leute, jetzt sind wir mit dem alten Bekannten, a.k.a. Musiala, Luis Rodriguez von Dietikon Edition. Ja. Ganz kurz für die Leute da draußen, stell dich kurz vor und was sehen wir heute von dir? Ich bin Jan Luis Correa Rodriguez, ich komme aus Spanien, aber ich lebe jetzt in Zürich, da in Nurdorf. Es ist nicht bei Dietikon, aber im Moment bin ich am Spieler weg für Leistung, aber... Welche Liga spielst du? Promotion. Promotion, okay. A-Promotion. Ja. Du bist wie alt? Ich bin 18. 18, okay, sehr gut. Dann, good luck. Dann auf der anderen Seite, Leute, Futsal-Nationalmannschaftsspieler Kosovo. Mary, tell us a little bit about yourself, where you play and yeah, just let us know. I am futsal player. I play in Switzerland in First Division Futsal with national team of Kosovo also. Let's see what will you do with this one against one. And yeah, enjoy it. Thanks a lot for coming. Eh? Also Futsal-Nationalmannschaftsspieler Kosovo gegen A-Promotion. Go! Three, two, one, go! Okay, wir haben Bar, wir haben Bier. Zwei, eins, go! Alle Mary! Alle Luis! Sehr, sehr enge Leistung, sehr stark. Also, da der Schuss ein bisschen zu ungenau. Das Terrain ist auch ein bisschen ungewohnt für ihn. So, Luis Rodriguez hat auch Skills. Haben wir gesehen, kennen wir auch schon in der Dietikon Edition. So. Go. Also, Luis Rodriguez hat auch Skills drauf. Okay.
Okay, shake hands, Jungs. Fairplay, sehr wichtig. Ja. Luis Rodriguez, wie war es für dich heute gegen Futsal-Nationalmannschaftsspieler? Ja, wirklich unglaublich, unglaublich. Aber die erste Bewegung war cool. Ich glaube, er war auch sehr überrascht. Ja, were you surprised from his first movement? Yeah. Very good player, very good technique. Yeah. I think he only have to go continue. Okay, very good. Shake hands, guys. And Mary, what can we see from you next round? Next round, I will try to score the first and the second will be something magic for you. Okay. Also, er will Magic hier zeigen. Zu meiner Linken habe ich hier, bis kurz vorstellen, Name, Alter, Position, Verein. Mohamed Beder, 17 Jahre alt. Ich spiele für die PTSV Jahn Freiburg in der 19. Verbandsliga. Und meine Positionen sind Zehner und linker Flügel, rechter Flügel. Okay, mit Tami, mein der Mannschaft, zusammen angereist. Also, mal gucken. Dann, Leute, auf der rechten Seite. Extra aus München angereist, habe ich auch ein TikTok und Insta darüber gemacht vom Scouting. Ben Bocklitz, ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Nochmal kurz für dich, einmal schnell vorstellen für die Zuschauer draußen. Ich heiße Ben Bocklitz, ich bin 16 geworden letzte Woche und ja, ich habe Bock auf Fußball und mein Bestes, genau. Und du zockst bei Freiham, glaube ich. Ja, genau. Okay, also, good luck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Ja, genau. Also Jugend habe ich bei Aarau gespielt und dann kurze Zeit in Thun, ein Jahr. Und dann kam eine größere Verletzung und jetzt spiele ich bei Bochum. Okay, sehr gut. Dann, good luck. 5, 2, 1. Stark. 5, 2, 1. Oh, 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 oh. Ah, kurzer Prozess. FC Luzern gegen Ex, du nur 21 Spieler. Let's go, come on. Fight. Okay, show us up, so, Sana, du kommst gerade eben zurück aus einer Verletzung. Wie war es für dich, bei so einer engen Crowd zu spielen? Und wie war es für dich in Game? Ja, ein bisschen Nervosität. Aber ging eigentlich ganz gut. Im Spiel, ja, ein bisschen zu langsam gewesen, aber gut gespielt. Egal, weitermachen. Auf jeden Fall, bleib gerne noch hier. So. Dann auf der anderen Seite Gianluca, ein sehr, sehr großes Talent beim FC Luzern. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie war es für dich auf dem Platz? Du kennst ja schon ein bisschen von Luzern, warst du auch dabei? Ja. Wie war es heute für dich? Es macht Spaß, 1 gegen 1. Das ist, das muss man mehr machen heutzutage, weil es immer weniger gibt und man sollte, ja. Okay, sehr gut, danke. Gianluca, vielen, vielen Dank und see you next round, eh? Good luck. So, Leute, zu meiner Linken habe ich hier, noch mal ganz kurz vorstellen, glaube einer aus der Community, oder? Mhm. Samuel Gonzalez, mein Name. Ich bin 18 Jahre alt und ja, und erstmal danke, dass ich dabei sein darf, ja. Kein Problem. Ja. Also, hey, good luck, direkt gegen den Profi. So, ich würde sagen, we go now to the pro. Thank you so much for taking the time. What will we see from you today? Spectacular and enjoy. I am here for win this tournament, so enjoy it. Okay, okay, okay. 5, 5. Go! Zwei, eins. Nice, right? Sehr, sehr, sehr. Easy, no long talking, no long talking. Samuel darf aber noch nachziehen. Go! Okay, okay, Applaus für beide Teams! Als allererstes, Samu, ganz, ganz großen Respekt. Die wenigsten hätten den Mut und die Eier dazu, gegen Profi zu spielen. Das rechne ich dich schon mal sehr, sehr hoch an. Und ja, was hast du noch zu sagen an die Zuschauer da draußen? Ja, habt Spaß am Fußball, der war sehr gut, war schwer für mich. Immer Gas geben und nicht den Mut verlieren. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr sympathisch, bleib gerne noch hier. Vielen, ja. Vielen Dank. Then on the other side. Hey. Thank you. On the other side, pro player, what do you have to say? How was it for you to play in front of the crowd? Yeah, really good. It's incredible, the aura, you know? And the opponent, they're really good. So this, I'm happy to be here. Okay, perfect. All right. Thanks for coming. And let's see more skills, Yeah. So, jetzt habe ich hier zu meiner Rechten Jan. Du spielst bei welchem Verein? Ich spiele im College in Amerika. Ja, sehr gut, sehr gut. Und was werden wir von dir heute sehen? Ja, Fußball, meine Skills. Okay, meine Skills. Was sind denn deine Skills? Sehe ich dann. Sehen wir dann? Ja. Okay, sehr gut. Jan, ne? Ja, so. So, hier zu meiner Linken. Hab dich hier vor Ort gesehen und jeder meinte, ey, den Jobel, den musst du unbedingt mitnehmen. Warum, weshalb? Stell dich kurz vor für die Leute da draußen. Also ich heiße Jobel, ich spiele Juve Zweitmannschaft und bin 20. Okay, sehr gut. Also, IF Juventus zweite Mannschaft gegen College-Spieler. 5, 2, 1. Und verteidigt! 5, 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 5
Jan, nimm uns kurz mit, wie war es für dich? War ein bisschen rutschig, aber ja, gönn Sie ihm, ist mein Kollege. Okay, sehr gut, danke dir. Danke. Sehr gut, sehr gut. Hey. So, dann Jobel, wie war es für dich auf dem Platz? War sehr schwierig, war ein guter Gegner, ein Kollege von mir. Ja, aber einer muss gewinnen und das war ich heute. Sehr gut, aber ey, schnelle Bewegung, weiter so, Props. Interessanter Spieler, interessanter Spieler. Gil Berardo, what can we see now? Like the same thing like first time. I hope I'm gonna do good things, but this was a good player. So I hope if God wants I'm gonna win and we'll see. All. But no, I eat him. Okay, okay, let's see if you eat him. Ahmed, was werden wir von dir sehen jetzt? Ich gebe mein Bestes. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Erste Achtelfinale Zürich! Normandy, go! Alle Zürich! Mo aus Freiburg! Dati, bring ihn um! Schieber hat das sogar mit Trash Talk. Easy, easy, easy. Ja! Gilberado. Allez, Gil! Allez, Gil! Allez, Gil! Sei gut, show us! Mr. Eat him! Stop to eat my players! Bilal! Stop to eat players! Bilal, come Bilal, I eat you, come! You eat Bilal! We'll see, come! Okay, Zürich, Applaus für beide und euch selber, komm! So, Mo, wie war's für dich auf dem Platz gegen so einen Kaliber? Der war letztes Mal im Finale. Ja, der ist krass, auf jeden Fall. Ich habe mein Bestes gegeben. Trotzdem, danke dir, Mo. Danke dir, Bro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, Gil Berardo, talk to us. No, I'm so happy. No, it's a good player, very good player. And we'll see after, it's a good win, but I must win this time, not to lose. Bilal, bro, I learn. One head, tack, tack. I shoot with my left foot now. We'll see after against Pro, we'll see after. Also, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen Gil Berardo in der nächsten Runde, dann im Viertelfinale. Boah, was ein Brettduell. So, Pro-Player, was sehen wir von dir diese Runde? Gewinne. Ist alles. Ganz einfach, okay. Alright. So, dann auf der anderen Seite, Miley. Today with the cap, Fendi cap. What can we expect from you this round? I will only win, and I will take a pleasure. Okay, all right, good luck. Three, two, one. Go! Come on, Eddie! Shake it! Come on, shake it! Whoa. Keine shake it! Go! Wow! Oh, too much. Und ihr seht, no? Okay. Also für mich war es faul, für meine Jungs da hinten auch. Aber der Pro sagt trotzdem, wir spielen hier hart, das ist Fußball. Komm, gib mal einen Platz für euch selber und die Jungs hier. So. Okay, here's my turn.
letzte Runde stechen. Europa League und Champions League. Oh, an den Pfosten! Okay, Miley, Miley. Gegen unseren Pro. Also, Leute, was ein krankes Duell. So ist nun mal die Auslosung. Als allererstes der Pro auf der linken Seite. Pro, was hast du zu sagen? Nicht viel, Bruder. Das ist Fußball. Schwer mit Maske. Ich soll keine Ausrede sein, aber so ist es. Ja, also Leute, auf jeden Fall der Pro hier gegen Miley ist auch der Gewinner von Basel. Sehr, sehr stark gespielt, ihr beide. The only thing I didn't like that you didn't give him help because it's fair play. But I think it's just normal competition game. Okay, so what do you have to say? How was it to play against the pro? He's stronger. I feel this. And it was a good duel. Very, very strong. Okay, what can we expect from you in the next round? I will win again. Okay, all right. Now thank I'm you. Giving show. Okay, keep it going. Shake hands, guys. So, Mente, wieder die gleiche Konstellation wie letztes Mal. Seydou, ¿qué vamos a mirar hoy? Oh, es increíble. El mundo ha querido que tenga su revancha, pero no se la voy a dar. Okay, er sagt auf jeden Fall unfassbar, dass das wieder passiert. Und er denkt, er wird jetzt die Revanche gewinnen, aber das wird nicht sein, weil hier ist Dembus. Okay, dann auf der anderen Seite, Tamim. Er sagt, du willst zwar die Revanche, aber du wirst sie nicht bekommen. Was sagst du dazu? Wie antwortest du? Ich lasse Daten sprechen. Daten sprechen, okay, das ist gut. Not much talking. Tamim, enjoy. Tamim, kill it. Beginnung. Ja. Gut verteidigt. Dembele! Ey, Seydou, Sí, tiene su revancha. La suerte ha querido que... Mucha presión, ¿eh? Sí, mucha presión. La gente quería mucho de mí. Pero bueno, así es el juego. Also er sagt, auf jeden Fall heute war sehr, sehr viel Druck und ja, so ist das Spiel. Er wünscht auch dir, Tamim, nur das Beste. Und Tamim, was hast du an Seydou zu sagen? Ich habe doch gesagt, von Anfang an, ich lasse Taten sprechen. Also habe ich auch gezeigt. So. Okay, sehr gut. Also, coole Story. Revanche ist geklungen. Auch dir vielen, vielen Dank. So, nächstes Achtelfinale. Man like Zakaria. Zakaria, was werden wir von dir sehen? Ich werde alles geben. Wir werden schauen. Okay, sehr gut. Good luck. Ich werde alles geben und werde schauen. Was werden wir von dir die Runde sehen? Ivo Bilic. Ja, ich werde mein Bestes geben. Ein paar Skills, okay. Wenn es geht. Einfach bleiben und Tor schießen. Okay, sehr gut. Also, good luck. Gut zum Keeper! Gut zum Keeper! 2-1, go! Sorry.
Leute, einfach Step-Overs, aber effektiv. Los, treffen, lieber. Okay, sehr, sehr geiles Duell gewesen, Jungs. Sehr, sehr geiles Duell gewesen. Auch der Panner ist halt unglücklich mit dem Torwart. Wir haben auch einen sehr guten Keeper im Tor. Ivo, was sagst du dazu, zu heute? Nicht meine beste Leistung, aber ja, passiert. Manchmal verliert man. Sehr gut. Danke dir. So, dann auf die andere Seite. Zakaria, wie war es für dich? Sehr gutes Gegner, sehr guter Spieler hier und es freut mich, weiterzukommen. Sehr gut. See you next one. So, Alonso, ja. Wie gehst du die Runde an? Ich probiere einfach, was ich kann. Ich kann nicht sagen, dass er gut ist, aber ich kann schon etwas machen, was ich kann. Du sagst zum Pro-Player, du kannst sagen, er ist nicht gut, was? Man weiß nie, wie geht's. Okay. So, Pro-Player, first round, was good? Yeah. What will we see in the second round? I don't know, I want to see how we play and I want to show my skill now. Okay. Hey, thank you, bro. Thanks so much for being here. Go! Also Retail, kein Fairplay, Jungs. Ich weiß, ihr wisst gewinnen, aber Fairplay. Du wisst ja nicht mal, dass das orange ist. Ich weiß, dass das orange ist. Ja? Ja. Hey! Ja, ich kann es ist auch durchgerannt. Das ist durchgerannt, Also Alonso, ich weiß, du wolltest unbedingt gewinnen. Aber das war ehrlich too much da, okay? Aber vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Nimm uns noch mal ein bisschen mit, wie war es für dich, diese Runde? Also für das erste Mal, es war ein bisschen schwierig. Also ich glaube, nächste Runde ich komme, probiere, was ich kann. Ja. Also jetzt bist du raus. Jetzt bist du raus, Alter. Aber vielleicht nächste Episode, ja? Ja. Okay, also Alonso, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke dir. Nochmal shake hands. Genau. Ja, Bro. Pro Player, what do you say? I know he was a bit too, he was very young, he's 15 years old. What do you say to him and how was it for you? It's normal, it's normal. We have pressure, we have friends, he see him and it's normal. He won't win, it's normal. Okay, very good. Thank you. See you next round. Yeah. Auf jeden Fall ist Futsal-Profi, aber ich glaube, ich werde jetzt keine Angst haben, aber Respekt sollte man trotzdem mal haben. Jetzt wird ihn ganz normal wahrnehmen wie ein Teamkollege und dann schauen, was heute noch so geht. Okay, sehr gut. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Mo, der angereichste Kollege von Tamim Ameri. Wer heute auch angereist ist, ist natürlich der Futsal-Pro, Mary. What can we expect from you today? Today we try to enjoy and try something special now in the second round and to have fun with the fans. Okay, very good. Enjoy, yeah? Enjoy. 3, 2, 1, Zurich, let's go! Okay, Richie, come on down! She's out there. Stark! Applaus für beide, Zürich! Applaus für beide, come on! Applaus, go! So, Mo, wie war's für dich gegen den Futsal Pro? Schwer, vor allem körperlich auch. Man merkt den Unterschied. Sehr gut. Danke dir, dass du mitgemacht hast, Mo. Und Mary, how was it for you
in front of the crowd and against Mo? No, it was a nice game. I saw he's fast and he going wide. I close, try to close the right side, but he's a very good player. Very intelligent also from you. Also, yeah, because body. Yeah. Important also to use. Okay, then see you next round, eh? Thank you. Danke, Jungs. Vielen Dank. So, nächste Runde, mi gente. Also, Gianluca zu meiner Linken. Was werden wir jetzt von dir sehen? Wie gehst du die Runde an? Ich werde einfach mein Bestes geben und bin einfach parat, den ihm gewinnen. Sehr gut, also. Dann würde ich sagen, aus seiner Sicht hoffen, dass er gewinnt. Auf der anderen Seite, Mehmet, was werden wir sehen? Ja, zuerst mal Spaß haben. Mal schauen, was passiert jetzt. Versuchen, wie soll ich sagen, auszudribbeln und dann ein schönes Tor zu machen. Mal schauen. Let's okay. Go. Sehr gut. Also auszudribbeln und ein Tor machen. Okay, Luzern, Unuice, Polar, Gege, Regio, Österreich, alle! So, Mehmet, wie war's für dich? U19, FC Luzern. Luzern hat einen der besten Nachwuchs. Wie war's gegen Gianluca? Ja, ich flink. Ich bin ein guter Spieler. Passt. Okay. Sehr gut. Danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen. Dann, Gianluca, nimm uns mit. Wie war's gegen Mehmet? Sehr schwieriger Gegner. Danke. Ja. Sehr gut. Also, Jungs, nochmal Shake Hands. Danke an beide. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Also, Gianluca, sehen wir in der nächsten Round. Jubel. Wie gehst du das Ganze jetzt an gegen den Profi? Ganz locker. Ich mache was ich immer mache. Ja. Okay, sehr gut. Also ich mache, was ich immer mache, denn Pro-Player. What will we see now from you in this round? I think a win. This is the important, a win. Alright. Also nicht viel reden. Wo hast du das Trikot? Kein Durchkommen. Player gegen Jubel hier in Zürich, go! Space. Stark gemacht. Also Leute, da haben wir auf jeden Fall gesehen, so schnell auf den ersten Metern und ein sehr, sehr souveräner Abschluss. Also okay, wenn du nicht triffst, ist der Pro weiter, wenn du triffst, geht's weiter. 3, 2, 1. So, Jubel, wie war es für dich, gegen den Profi zu spielen? War schwierig, war ein guter Gegner. Ja. Trotzdem weiter, Jubel, ey. Dan, Pro Player, how was it for you this round? Yeah, a little bit difficult. He's a really good guy. He's fast, but I win. I said who I win and I win. Okay, sehr gut. Okay. See you next round, eh? So, Miley, what do you say in this round? What can we see from you? I'm gonna kill him. For sure. Ooh, okay. Also mit dem Profi hat er es auf jeden Fall schon sehr stark gemacht. Ich würde sagen, Miley, enjoy. The stage is yours. Und auf der anderen Seite Gil Berardo. Gil, he say to you that he will kill you. Bro, we'll see, bro. Whoa. What do you think? You eat him. Erste Viertelfinale, Gil Berardo gegen Mayo. Schreck. Next up, defensive. You get? Hey, Oli. Ooh. Yeah!
Hey, let's see you. Show something. Also, da haben wir den ersten Halbfinalisten. Gib mal trotzdem Applaus für Gilberto, komm mal, Applaus für ihn! Also, sehr, sehr geiles Duell gewesen. Gilberto, what do you say to this round and to Maili? No, it's a good player. It's a good player. I think to say, he'll be better. Good. All right. Yeah, it's a French 1v1. Yes, yes, yes. Shit out of France. Swiss French, yes. Yeah. Okay, hey. Thanks a lot for coming. And Maili, the winner, yeah. Now in semi-final. How does it make you feel to be in the semi-final now, and how was it to play against Gil? It's a brutal player. I was scared to play against him because I know he's fast with hit, yeah. No, it's a very good player. All right, so we see you in the semi-final. Eh? Good luck. Tami und Miri, was werden von dir jetzt sehen? Lasst euch spannen. Seid gespannt, was ich jetzt mache. Okay, sehr gut. Dann Lil Mares, was werden wir von dir sehen? Ich lasse euch überraschen. Okay, okay. 3, 2, 1, go! Alle! Go! Abi! Wow, stark gemacht! Ja, so. Wenn er trifft, ist er weiter und im Halbfinale. Zakaria, was hast du zu sagen? Deine abschließenden Worte? War ein gutes Gegner und ja, hat mir Spaß gemacht. Also sehr gut. Danke dir, Zakaria und Tama Miri. Jetzt sehen wir dich im Halbfinale. Wie fühlst du dich, dass du jetzt im Halbfinale stehst? Es fühlt sich sehr gut, dass ich halt meinen Gegner vor 2 Monaten rausgekickt habe. Und jetzt kommen weitere Gegner und seid gespannt. Also sehr gut. So, Mary, now if you win, you will be in semifinal. Now against the pro. Can you give us a little bit of a hint? What can we see now from you? What is your tactic? My technique for this is only to go, to make one fake shoot, okay. And to shoot for the first and after to... Simple one. The simple one, always the first security and after try something. Okay, very good. Dann auf der anderen Seite unser Pro, I have to speak English with him. So, now you play against the futsal national team player. Okay. How will you respond to him? What is your tactic against him? I don't know. I defending strong and then I attack, but I don't know. I want to see he play and I go strong. All right. Good luck. Enjoy. Thank yeah? you. Go! Bro, gegen Futsal Nation! Oh, wow! Oh, 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 oh! Hey, 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 hey! Zweite Runde, ja? Danke. Okay, so Pro Player. Wow, was für Schuss, links. One more shot. Also Leute, ich weiß nicht, wo es da gab, ey. Futsal Nazio, 3 Profis in einem Video, Leute. Deshalb mal ein Like da lassen, wisst Bescheid. Und auf jeden Fall ein Abo da lassen. Also, let's go. Ali. Elvian. Aduna, 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 Adu
Yeah. Easy. Good player. Nice. Strong. Yeah. Good defense. Hey, young colleague, come on. Richie, come on, Adib. Come on, Ale. Wow, this was a sick battle. So, what have you to say in this round and how was it against the pro futsal player to play? Futsal player, normally. He have technically. Normally, I know. Good job. Well done. All right, thanks a lot for coming. Thank you for you. Thank you very, very much. Thank you very much. So, Mary. Broski, this was crazy. What have you done? What have you done? I am a diesel, bro. I need time to adapt. Uh-huh. We wait a little bit, I look, and yeah, now will be more and more, I hope. Also, Leute, check den Mann auf jeden Fall. Go check him out. We'll like all the players, but this guy is a baller. Why? That we just saw, and now we're gonna see you in the semifinal. Enjoy, yeah? Mary, thanks so much. So, Gianluca, spielst zwar, sag ich mal, erst in der U19, aber jetzt musst du dich durchsetzen gegen den Pro. Kannst dich gerade mal beweisen. Wie gehst du das Ganze jetzt an? Es ist eine Motivation, gegen einen Pro-Spieler zu spielen und ich werde einfach mein Bestes geben. Ganz sehr einfach. Sehr gut. Auf jeden Fall sehr sympathisch mit dem Santos-Trikot. Alla Neymar Prime auf der anderen Seite. Unser Pro. Pro, what will we see from you in this round? I don't know. He's a good player, so we enjoy this match because I think it's a really good match. Okay, all right. Good luck. Enjoy, yeah? 3, 2, 1, go! Ich hab keine Schachtel. Schnelle Füße, immer mit seinem Stempel was. Sag kein Durchkommen, kein Durchkommen. Hätte andere mal. Nein, Alter. Habe gekocht, Luke. Okay, Hey, props. This is football. Gut verteidigt. So, Gianluca. Der Profi muss jetzt treffen, Leute. That was a very, very crazy battle. Sehr, sehr geiles Turnier gewesen. Pro, how was it for you now a bit different in front of the crowd and how was it against Gianluca? Yeah, I really like this type of football. So many people and I like this match. So intensity and a really good player. So, bravo, bro. Okay, thank you for coming. Also, Leute, auf jeden Fall Gianluca, haut hier einfach den Profi raus. Auf jeden Fall, wie war es für dich, gegen den Profi zu spielen? Er war sehr eng und körperlich halt zu stark. Aber ich habe es eigentlich trotzdem geschafft und jetzt geht's weiter in die Halbfinale. Also, sehr gut. Hey, Gianluca kann sehr, sehr stolz sein. So, also, Leute, das erste Halbfinale auf der rechten. Tamim Amiri konnte sich durchsetzen gegen kein geringerer als der Letzte, der, sag ich mal, im Internet auf jeden Fall für Furore gesorgt hat. Was werden wir jetzt von dir sehen? Wie gehst du in das Halbfinale? Einfach tranquilo. Chillig. Ja.
Ihr werdet sehen, halt. Ich rede halt nicht so viel, deswegen. Okay, sehr gut. Taten sprechen lassen. Miley, what can we expect from you now in this semi-final? I want to play, I want to take pleasure and I will go final. With okay. Pleasure. Okay, also. Shake hands, Jungs, shake hands. Good luck. Arda. Let's go! Also, erstes Halbfinale, Miley, der Gewinner aus Basel. Die ganz easy vorbei, simple. Okay, 3, go! Geht schnell vorbei, U trifft! Come on, Ciri! Alle Ciri! Wow! Hey! Okay, boah, wie bitter. Auf jeden Fall, Jungs, sehr, sehr geiles Halbfinale gewesen. Tamim, leider im Halbfinale ausgeschieden. Was sind deine Worte an deine Jungs da draußen und an die Zuschauer? Ja, immer weiter Gas geben, harte Arbeit, lohnt sich immer. Ja, gut gespielt. Also, ey, du kannst sehr, sehr stolz auf euch sein. Tamim, weitermachen, okay? Also. Weitermachen dann. Maili, wie war es für dich? How was it for you against Tamim? Oh, he's a strong player, he's fast. And it was difficult against him. But I like play against a player like him. I like. Okay, so see you in the grande finale. What can we see you from you in final? How you will do in the final? What will we see? I will kill him. Okay, okay. I have to kill him. Okay, okay. So Leute, ich bin ziemlich heiser. Gianluca, einfach im Halbfinale. Was werden wir jetzt von dir sehen im Halbfinale? And yes. Es ist schön hier zu sein und im Halbfinale zu sein gegen einen sehr guten Spieler. Ich muss einfach parat sein und mein Bestes zu geben. Okay, sehr gut. Also gegen den Profi kannst du schon beweisen, kannst du auch stolz auf dich sein. Enjoy, okay? Jetzt Mary. Mary, wow. What was this in the last round? Now in the semi-final? One more and you will be in the final. What can we expect from you right now in this round? It's the same plan. The first round, I will try to secure the goal. And for the second, to enjoy with you and with the other guys who are here coming for us. And that's all. Okay, and, perfect. Joga bonito, eh? Enjoy, Mary. Enjoy. Richie! Beine zu. Go! Go! Mary, so how was it for you in the semi-final? That was nice. He's a very good player. After we are goalkeeper, make a little bit not shit, but yeah, it was not good goal, but yeah. But he got a retake. Yeah, he got a retake. Yeah. That nice, yeah. Okay, Mary, thank you so much for participating. Gib nochmal Applaus für Mary Futsal Pro. Komm, Applaus für! So, und jetzt einfach unser U19 Baller, einer aus der Community. Gianluca, wie fühlst du dich jetzt im Finale zu sein, im Grande Finale? Gut, ich weiß, was ich kann, ich werde das bestätigen. Und, ja. Crazy. Also, sind nicht im Finale. So Leute, übrigens auch vielen, vielen Dank an einen unserer Partner, Don Store. Ihr kriegt 20% mit dem Gutscheincode Cubanito. Das sind unsere Grip-Socken. Ihr wisst Bescheid, 20% mit dem Gutscheincode Cubanito. Ich würde sagen, es ist unten verlinkt und jetzt geht's weiter mit den Teilnehmern. Let's go. So, mi gente, Maili, nachdem in Basel schon im Finale war, jetzt hier in Zürich, Maili. What can we see now from you in the grande, grande Finale Zurich Edition? Oh, it's very important to take pleasure when we play football, and I have to do this. I have to do this.
because I work. And what will we see? What kind of skills will you do against Gianluca? Again, the stepovers? Or? Yes, I think. Stepovers, okay. Or... I don't know. It's what I will feel. Okay, all it's right. With feeling, then. You know? Okay, it's also feeling. Was er fühlt, I don't know, it's with feeling. Was er fühlt, das wird er machen. Okay. Dann auf der anderen Seite Gianluca. Gianluca, du hast eine krasse Leistung gebracht. Erstmal den Pro rausgehauen, jetzt noch den Pro-Futsalspieler, jetzt nur noch gegen Maili. Wie wirst du das Ganze jetzt angehen im Grande Finale hier in Zürich? Den Finale muss man einfach gewinnen. Es ist kein zweites Spiel, es ist ein Spiel fertig und das muss einfach durchgezogen werden. Okay, sehr gut. Gianluca, good luck. Nochmal Shake Hands, beide, du nochmal Shake Hands. Shake Hands, sehr, sehr wichtig. 3, 2, 1, let's go! Okay, Grande Finale, Maili gegen Gianluca. Gut weg von dann! Gut verteidigt! 3, 2, 1, go! Was ein Tor von Gianluca! Also, ich würde sagen, wir haben einen. Ey, wieder was. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Und zwar ist es der Gianluca. Gib mal einen Applaus für den Gianluca. Und natürlich zwei Plätze für Maili auch. Einen Applaus für Maili und das selber. Wie war das Event und wie war es dann im Finale gegen Maili? Als erstes eigentlich. Ich habe ihm eigentlich gesagt, ich wäre nicht gekommen. Schlussendlich bin ich trotzdem gekommen. Ich habe letztes Mal gespielt und bin leider früh rausgeflogen. Jetzt habe ich bestätigt, dass ich auch etwas kann und habe das gewonnen. Und ich bin stolz darauf. Ich habe auch einen sehr guten Gegner im Finale gehabt. Und ja. Okay, sehr gut. Hey, herzliche Gratulation. Dann auf der anderen Seite Maili, second place, but you played very, very well. You have a Finale voucher, okay? I will send you the details. Also er kriegt noch einen Finale-Gutschein. Übrigens Leute, die 500 Schweizer Franken sind presented by Talent I Do. Also Leute, wenn ihr jetzt die Möglichkeit und ihr schaltet unbedingt Talent I Do abchecken, dann habt ihr die Möglichkeit gescoutet zu werden. Unbedingt unten abchecken und natürlich auch an Donstore, die Sponsoren. Ohne die das nicht möglich wäre. Ich bin Zeit an. Wir sehen uns im nächsten Video. Kommentiert die City unten in die Kommentare, wo wir es nicht sehen kommen sollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Love, love, love. Liebe euch alle, kommentiert die City, wo wir es nicht sehen kommen sollen. Lauf, 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 and dann. Zürich, danke, Zürich!